Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Spider-Man 2. Mein Name ist Dr. Skill. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir hüpfen direkt wieder in unsere Story. Letztes Mal habe ich hier abgekattet. Und wir suchen den Wo Ausweis. habe ich ihn hingesteckt? Sag nicht, dass du ihn verloren hast. Ein falscher Alarm. Hier ist er. Okay. Komm! Ich freue mich so, dass du das siehst. Okay, okay. Schauen wir, wie das Büro eingerichtet hat. Energy, die Richtung. War sehr hübsches hier alles. Ja, sollte ich auch mal irgendwann so ein riesen Büro haben, glaube ich, werde ich es auch so aufbauen. Hat was. Ich glaube, es wird dir gefallen. Wenn es so ist wie der Rest hier, bin ich sicher, dass es toll ist. Harry? Das ist alles unglaublich. Es ist perfekt, weißt du, aber es ist gerade ziemlich hektisch. Während meiner Behandlung musste ich daran denken, was ich mache, wenn ich überlebe. Und ich habe meine Mom gehört. Sie sagte, unser Planet ist in Schwierigkeiten und ich muss etwas dagegen tun. Wir könnten mit deiner Hilfe so viel mehr bewirken. Ich meine, du bist der Schlauere von uns beiden. Na komm. Wir werden Mom und May stolz machen. Das ist unglaublich. Aber eine Sache. Kann ich meinen Tisch da hinstellen? Ich arbeite gern mit dem Gesicht zur Wand. Oh. Das muss sein. Ich werde etwas Übergangszeit brauchen, wegen meines Dozentenjobs. Aber klar, so viel wie du brauchst. Wir müssen nichts überstürzen. Ja. Aber Coney Island steht, ja? Klar doch. Ah, ist doch cool. Oh, hey, ich vergaß zu erwähnen, dass einige unserer Forscher in der Stadt Feldversuche durchführen. Du solltest sie dir mal ansehen. Ich habe dir die Standorte geschickt. Dein Ausweis gewährt dir dort Zugang. Okay, ich schwing vorbei. Alright. Ja. Hey. Sorry, dass ich mich nicht früher gemeldet habe, aber ich habe einen neuen Job. Wirklich? Das ist großartig. Wo denn? Bei dieser neuen Stiftung von meinem Kumpel. Ist der Wahnsinn. Ich erzähle es dir später. Was gibt's? Die Jungs, die mit Lee und Scorpion abgehauen sind. Genki und ich haben die Abgasspuren ihrer Flugzeuge bis zur Williamsburg Bridge verfolgt. Ich treffe euch dort. Musst du nicht noch einen Aufsatz schreiben? Ja, aber die Pflicht ruft. Glaub mir, deine Zukunft ist jetzt am wichtigsten. Ich gebe dir Bescheid, wenn ich was finde. Okay, viel Glück da draußen. Ja. Das einmal hier gern anschauen wollen, wenn wir jetzt eh schon da sind. Macht es Dr. Foster nichts. Einmal kurz gucken, was ist das hier? Mr. Parker, gut, dass Sie dabei sind. Ihre Freunde bei Feast sind jetzt unsere Partner. Zur Ernährung der Gemeinde wollen wir unsere Gärten optimieren. Bitte nehmen
Nehmen Sie dafür ein paar Proben der lokalen Fauna und nutzen Sie den Gensplicer. Ganz einfach. Proben nehmen, ein paar Gene splicen und die Leute ernähren. Schätze, das kann ich verbessern. Suchen wir nach den besten Proben. Hat das hier mit irgendwas zu tun? Hier muss doch irgendwo einer sein. Ja, da. Das ist eigentlich Unkraut, aber die Widerstandsfähigkeit könnte helfen. Schauen. So, da drüben ist nochmal eine. So. Die hier sind effizienter mit Wasser. Die kann ich nehmen. Und da ist die letzte. Die hier ist äußerst produktiv. Jede Menge Früchte. Perfekt. So, ich habe großartige Proben. Zeit, sie zusammenzubringen. Probieren wir es doch einfach mal aus. Unglaublich, dass die EMS die GVOs zur Open Source macht. Profit sollte bei menschlichen Grundbedürfnissen kein Teil der Gleichung sein. So. Mal sehen. Ah, es geht jetzt schon nicht mehr ganz aus. Okay, mal kurz warten. Der koppelt auf das hier, aber der nicht auf das. Ah, ne, der koppelt auch nicht. Also es muss eher... Machen wir mal so. Ich freu mich, sie wachsen zu sehen. So. Und so. Wenn das klappt, wachsen diese Pflanzen schneller und tragen mehr Früchte denn je. Stell dir einmal vor, was Feast mit all dem tun könnte. Okay, ich habe ein paar neue Hybridsamen für sie gemacht. Muss alles vorbereiten, um die Samen einzusäen. Erstmal ihr Wasser optimieren. Drüben, okay, da gehört ja doch einiges dazu. So. Oh, ich sollte das flicken. Ah. Ein paar Weben sollten ausreichen. Ja, letzter. Offenbar mindern mehrere Lecks den Wasserdruck. Ich muss alle finden, damit es läuft. So. Muss nur noch ein paar mehr flicken. So. Dieser Wagen blockiert das Rohr. Ah. Macht Sinn. Wäre kontraproduktiv, wenn ich alle Pflanzen ertränken würde. So, ah, da hinten noch. Ah, die gute Kiste hier. Und weg damit. So. May hatte einen grünen Daumen mit Tomatenpflanzen. Vielleicht habe ich grüne Weben? Okay. Wo muss ich denn als nächstes hin? Bereite den Garten vor. Ja, noch nicht ganz verstanden. Läuft hier irgendwo noch Wasser? Üben. Ah. Tatsächlich. Und ich glaube, das müsste reichen. Dr. Foster wird sich freuen. Cool. Er muss nicht wissen, dass Spider-Man geholfen hat. An welchen anderen Projekten die EMS wohl noch tätig ist? Sieht aus wie einer von Marcos Erinnerungskristallen, die Miles erwähnt hat. Das sehe ich mir an. Ah, ne. Wir fahren mal erstmal hier, oder schwingen uns erstmal weiter Richtung. Das sind aktuell unsere Aufgaben, die wir verfolgen. Die neuen Bösewichte. Ach ja, von Mais gerade eben. Ja. Ah, da, die Audio fehlt. Aber der Untertitel läuft. Komisch. So. So.
Oh. Okay. Abtauchen, Wänden angreifen. Okay, das funktioniert wieder. Es ist auch wieder der Ton da. Arachnid, komm schon! Wie ist dein Boss an diese Art von Technik gekommen? Ja, jetzt hören wir es auch wieder. Sag doch einfach, ich weiß es nicht. Komm schon, Roger! So. Aber im Ernst, wohin hat dein Boss Lee und Gargan gebracht? Deine Kriminellen? Nicht weit weg. Sie genießen ihre Freiheit. Das ist gar nicht ominös. Jetzt hab ich dich. Na. Ah, warte mal. So gefällt mir das ein bisschen mehr. Ah. Ah. Oh. Okay. So. Einmal so. Und nochmal so. Gut. Irgendwie ärgerlich, dass das mit der Audio hier gerade nicht mehr ging. Dass man gar nichts hören konnte. Jetzt geht's aber komischerweise. Vielleicht führt das ja zu Antworten. So, Vögelchen. Ah. Bring mich zu deinem Nest. Das wird mir fehlen, wenn ich bei Emily May bin. Die Stadt ist wie ein einziger Hindernisparcours. So. Dieser Adrenalinrausch wird nie alt. Aber wirklich zu forschen. Für echtes Geld. Also mitleiden. Ich habe es endlich geschafft. Ein fester Arbeitsplatz. Okay, beruhig dich, Parker. Du kannst später von all diesen Sachen träumen. Oh. Zeit zur Verfolgung. Wow! Ist das eine Railgun? Und sie funktioniert? Nur so semi, gut. So, weiter hier die Richtung. Wir fliegen einfach mal hinterher. Praktisch. Du wirst mir nicht entkommen. So, da oben landet er. Ah, warte mal, wir gucken. Oh. Nein, 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 nein! Coole Tarntechnik. Darf ich mir das genauer ansehen? Das heißt wohl nein. Hm. Ich habe jetzt zwei getarnte Orte entdeckt. Ein Anzug, der an visuelle Frequenzen identifizieren kann. Da oben. Wo steckt euer Boss? Offenbar nicht hier. Ich will mit ihm über seinen Lebensstil sprechen. Du verdienst seine Behandlung nicht. Und Scorpion, das war nicht so nett. Ist klar. So, ausweichen mal hier. Ich habe nichts gegen Kagen. Ich habe ihn nur schon mehrmals fertig gemacht. So. Aufgepasst! Setz die Klingen ein. Ja. Also. Ah. Das Schild ist echt ein bisschen nervig bei der. Oh, sie ist runtergefallen. Gut. Das war's, glaube ich, dann hier, oder? Da drüben. Noch ein Roboter? Ich könnte etwas ausprobieren. Mal gucken. Okay, mal sehen. Sorry, Vögelchen. Für mich ist das auch nicht gerade angenehm. Da müsste doch... Yep. Oh, ist das dein Zuhause? Komm schon, Vögelchen!
Komm schon! Ich hab diesen Flug nicht gebucht! Ach, schöner Moment zum Kleiden. Ich schicke den Standort an MJ. Vielleicht findet sie die Grundbucheinträge. Wo geht es jetzt schon hin? Gut, aber bevor wir jetzt hier direkt so weiterfliegen, bedanke ich mich wieder recht herzlich bei euch fürs Zuschauen dieser Folge. Schaltet auch gerne morgen wieder ein. Bis dahin. Ciao, ciao.